Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Zwischenbilanz. Wir sind kurz vorm Sommer, kurz vor der Sommersonnenwende, 21. Juni. Wir haben den 12. Juni 2019 und ich würde gerne mal ein bisschen bilanzieren, wo stehe ich eigentlich mit meinem Rasen. Ihr sagt immer, oh, ich habe so einen schönen Rasen. Ja, ich habe auch einen schönen Rasen, aber es gibt auch Problemstellen und die schauen wir uns heute an. Bleibt dran. Erste Situation, erste Zwischenbilanz zum Thema Übergang zum Nachbarn. Im Hintergrund, jetzt können wir ein bisschen hier, so, da seht ihr den Rasen und im Hintergrund den Rasen des Nachbarn. Er hat sich entschieden, dieses Jahr nicht mehr aktiv zu werden. Das muss man mal so akzeptieren. Der Übergang ist natürlich nicht schlecht geworden. Ja, schwenken wir einmal vorsichtig über die Rasenfläche rüber. Man sieht noch Lücken. Hier über Lücken, noch hier kräftige Lücken im Rasen, sonst schon relativ dicht. Der Schotze von dieser Seite, je tiefer man geht, desto besser sieht es aus. Genau, hier sind noch komischerweise Lücken. Auch hier sind Lücken, wo der Samen entweder weggespült wurde oder einfach der Boden anders ist. Auch hier haben wir eine relativ große Stelle. Ja, da werde ich wohl noch mal ein bisschen Rasensaat nachsehen müssen. Auch hier ein Unkraut drin. Unkräuter machen sich auch schon bereit. Zack, raus damit. Wenig Unkräuter hier. Nicht schlecht. Und hier führen wir lieber nicht weiter. Ja, liebe Rasenfreaks. Zweite Stelle hier. Das ist der Durchbruch. Schaut euch mal an. Der Durchbruch. Hier unseren Wall unterbrochen und zwei Inseln daraus gemacht. Den Rasen jetzt durchlaufen lassen. Das habe ich viel zu früh gesät. Also hier habe ich wirklich noch, ich glaube, März, Mitte März habe ich hier schon gesät. Die andere Stelle, die ihr gerade gesehen habt, da habe ich deutlich später gesät. Die ist fast besser gekommen als diese Stelle hier. Mittlerweile ist diese Stelle auch relativ dicht gewachsen. Da habe ich extrem viel Poa-Anua rausgerissen. Und das zeichnet sich jetzt langsam aus. Wir schauen mal genauer hin. Ja, hier geht's los. Hier sieht man also schon sehr deutlich, hier noch eine fette Poa-Anua drin. Ja, komm, raus damit. Raus damit! Ah! Brutal, aber wahr. Es ist brutal. So, das sieht hier soweit ganz gut aus. Also das ist hier schon richtig schön dicht. Hier auch wieder so eine Lücke, wo der Rasen einfach nicht gekommen ist. Interessant. Da muss man auch nachsehen. Hier noch so ein blödes Poa-Nest. Das ist furchtbar. Ne? Man reißt hier wieder fette Löcher in den Rasen rein. Da ist sie. Hier noch mehr. Oh Mann, ey. Was willst du machen? Poa muss weg. So, hier noch so ein Poa-Nest. Das ist natürlich, tut natürlich in der Seele weh, hier wieder Löcher in den Rasen reinzureißen. Und die muss natürlich komplett raus. Die Poa nicht. Ich habe gesagt, hier ziehe ich so lange die Poa raus, bis hier nichts mehr drin ist. Auch hier sieht man relativ dicht schon noch teilweise Lücken. Ja, insgesamt sieht der Durchbruch schon schön grün aus. Man sieht deutlich die dunklere Farbe des jungen Rasens. Da hinten ist der Rasen wesentlich heller. Hier der Übergang, also hochinteressant hier, der Übergang alter Rasen zu neuem Rasen, wunderbar. Ja. Ja, liebe Rasenfans, das war jetzt mein Durchbruch. Jetzt kommen wir zu den Unkräutern. Nein, jetzt kommen wir zu den unerwünschten Kräutern. Ja, das nächste wirklich schwierige Thema, und jetzt wird es leider auch ein bisschen böse, ist das Thema Klee im Rasen. Ich habe Klee im Rasen, wieder an den Stellen, wo ich früher auch den Klee hatte. Und er kommt jetzt wieder durch. Ich habe das ganze Frühjahr praktisch hier überhaupt kein Unkraut gehabt, auch keinen Klee gehabt. Also was machen wir jetzt hier? Ja, da weiß ich jetzt nichts anderes als leider die böse Chemie einzusetzen. Das ist, ja, es ist doof. Ich muss jetzt hier leider einen Unkrautvernichter sprühen. Das sind sogenannte Wachstumsbeschleuniger. Was machen diese Unkrautvernichter? Die vernichten nicht das Unkraut. Das sind chemische Mittel, die dafür sorgen, dass
die Gräser und auch die ganzen unerwünschten Kräuter sich quasi totwachsen. Das Gras verträgt diesen Wachstumsschub. Was muss man beachten bei solchen Unkrautvernichtern? Es muss mindestens 6 Stunden trocken bleiben. Also man sprüht das Zeug drauf und dann muss es mindestens 6 Stunden trocken bleiben, damit über die Blätter das Zeug von den Pflanzen aufgenommen wird. Dann sollte man so 2 bis 3 Tage warten bis zum nächsten Mähen und dann ist eigentlich auch gut. Und dann dauert das so eine Woche, dann ist meistens schon das meiste Unkraut weg. Ist nicht schön, weiß ich, finden auch nicht alle gut. Kann ich auch verstehen, aber da hilft nichts. Also um jetzt hier Klee rauszukriegen, da muss man leider die härteren Mittel anwenden. Also was haben wir? Klee, dann haben wir den Löwenzahn, dann haben wir die Schafgarbe, auch ein ganz, ganz unangenehmes Zeug, das ja sehr, sehr hartnäckig nur zu bekämpfen ist. Die Fohlmiere ist auch noch nicht so schön, aber kann man relativ leicht bekämpfen, kann man relativ leicht auszupfen. Den Löwenzahn kann man auch sehr gut ausstechen. Bei Klee und bei Schafgarbe, da wird es echt schwierig. Das ist so ein Löwenzahnstecher, relativ einfach. Es gibt auch viel kompliziertere Geräte von Fiskars, aber halte ich nichts von. Läuft so ein bisschen spitz zu. Und was ist die Idee? Also man soll richtig an der Wurzel tief rein in den Boden, an der Wurzel tief rein und dann unten die Wurzel abstechen und rausdrücken. Das machen wir jetzt mal. Also, hier rangehen und jetzt tief. Und man hört das richtig, wie das dann unten knackt und dann hoffen wir mal, dass die Wurzel getrennt ist. Ja, das geht. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das wirklich Löwenzahn ist, aber das kann man wirklich gut mit so einem Stecher aus. Ja doch, das war ein Löwenzahn. Ja, ja. Die Wurzel habe ich auch nicht so richtig tief erwischt. Je tiefer man die Wurzel erwischt, desto besser. Wir reden heute nicht über die Poa Anua. Bloß nicht. Schaut euch mal an, Poa Anua. Riesenthema, mein Lieblingsthema. Ich habe noch 2 Dinge. Einmal die Queke. Die Queke ist furchtbar. Diese dickblättrige Queke, diese weißlichen, fetten Wurzeln im Mutterboden, vernichten, raus damit. Man kriegt die Queke nicht mehr raus. Aber da bin ich ja für jeden Tipp immer wieder dankbar. Was kann man gegen Queke tun? Ja, und jetzt kommt noch eine Sache zum Schluss, eine letzte Sache zum Schluss. Ich habe Hirse, die gemeine Hirse im Rasen. Und ich habe mich mal gefragt, was sind denn diese blöden Gräser, die so ganz feine Stängel so nach außen wachsen lassen? Und das ist die Hirse. Gemeine Hirse, guckt euch mal an. Ein sehr, sehr unerwünschtes Gras im Garten. Habt ihr natürlich schon gesehen, ne? Die ganz, ganz Aufmerksamen von euch haben schon gesagt, Andreas, du hast ja Hirse im Garten. Und ich, was? Hirse? Oh. Ja, tatsächlich. Aber nur durch euch kriege ich manchmal solche Sachen mit. Finde ich total super. Hier mal wieder einen Daumen, ne? Ein Daumen, Freaks. Ja, die ist sehr schön, dass ihr dann auch mal so ein paar kritische Blicke auf meinen Rasen werft. Hirse. Hirse kann man angeblich durch Vertikutieren reduzieren. Nicht in den Boden rein vertikutieren, sondern ganz knapp über der Grasnarbe die Hirse vertikutieren. Das werde ich jetzt auch tun demnächst. Dann kommt mal wieder ein Vertikutier-Video. Ja, und das ist natürlich für die Poa Mist, ne? Weil ich will gerade mal nicht vertikutieren, um die Poa nicht zu verbreiten, nicht Lücken zu schaffen für die Samen der Poa Anua. Schwierig, schwierig, schwierig. Also Rasen ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich rate euch da bloß von ab. Also da kann einen wahnsinnig machen. Okay. Ja, liebe Rasenfreaks, das mal so ein kurzer Abriss, Zwischenbilanz, kurz vorm Sommer zum Rasen des Rasenfreaks, zu den ganzen Problemstellen, die ich hier habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Super, dass ihr dabei wart. Ja, schreibt mir eure Probleme, eure Erfahrungen zum Thema unerwünschte Kräuter oder unerwünschte Gräser in eurem Rasen. Ich finde das so klasse, was wir hier schon für eine Community haben. Total cool. Da gibt es einen Daumen wieder für die Community. Super gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und was es ist, ich weiß es noch nicht. Ah, doch, wahrscheinlich wieder Toro. Toro, nächste Bastelrunde. Yeah, bleibt dran.